Ja, stimmt. Die brauchen wir jetzt noch mehr. Was ist denn hier los? Die müssen das Schloss auswechseln. Der Generalschlüssel ist geklaut worden. Prost! Ach, wissen Sie, es ist schön, wenn man sich so ab und zu unterhalten kann. Na nun, mir wird ja so komisch. Verdammt nochmal, das gibt's doch nicht. Wo ist denn mein Geld? So, schauen Sie mal, das ist ein bisschen zu Ihren Ungunsten hier. Ja, na ja, das ist mir aber lieber, als wenn es zu meinen Gunsten ging. Ja, haben Sie auch recht. Meine Damen und Herren, Haus und Wohnung sind neben dem Arbeitsplatz unser wichtigster Lebensbereich. Leider tummeln sich aber auf dem Wohnungsmarkt, Sie werden es wissen, auch unzählige dubiose Geschäftemacher. Lang ist die Liste der Tricks und Maschen aus diesem Bereich, die wir auch in dieser Sendung im Laufe eines Jahrzehnts behandelt haben. Wir müssen uns heute noch einmal mit dem Thema Wohnung befassen. Es haben sich nämlich in der letzten Zeit eine Reihe ganz spezifischer neuer Tricks herausgebildet, mit denen Mieter hereingelegt werden, die in eine neue Wohnung einziehen. Wir möchten Ihnen die gängigsten dieser Tricks am Beispiel einer Familie jetzt zeigen. Sie werden merken, dass die Täter ganz bewusst ihre Opfer in einer Situation aufsuchen, in der sie besonders leicht hereinzulegen sind, weil sie nämlich weder die Zeit noch die Nerven haben, irgendein plötzliches Angebot kritisch zu prüfen. Ey, was macht ihr denn da? Wir brauchen doch einen Fahrstuhl. Meinst du, wir tragen die Klamotten im siebten Stock? Ja, vielleicht. Ja. Schöner Mist. Was soll's, machen wir Pause. Ach, jetzt habe ich noch mehr Zigaretten bei. Ist was passiert? Ich warte die ganze Zeit da oben. Hier, der Aufzug ist blockiert. Kaputt? Nee, da ziehen noch welche ein. Im siebten Stock. Ein Bier wäre jetzt gut beim Warten. Wieso? Sie haben doch eben erst angefangen. Sie können die Sachen doch auch über die Treppe raufbringen. Hast du gehört, bis zum dritten Stock? Mann, oh Mann, das ist vielleicht ein Job. Was willst du denn? Da ist er ja schon. Hannover, Ende Oktober 1974. In einem neu erbauten Hochhaus treten sich die Möbeltransporteure gegenseitig auf die Füße. Der Büroangestellte Heinz Wegner ist nur einer von mehreren Mietern, die an diesem Tag gleichzeitig einziehen. Das Gebäude ist seit wenigen Tagen bezugsfertig und die meisten Mieter haben seit geraumer Zeit auf die Fertigstellung dieser relativ günstigen und preiswerten Wohnungen gewartet. Ich zeige Ihnen das mal, das kommt ins Wohnzimmer. Obwohl die Wegners ihren Umzug von langer Hand vorbereitet haben, wenn Sie das hier in die Mitte von der Wand stellen würden, ja? Ja. Gibt es jetzt doch noch einige Probleme. Ja. Ein Teil der bestellten neuen Möbel fehlt und auch der Auslegeteppich wurde nicht rechtzeitig geliefert. Entschuldigung, darf ich bitte mal? Ah, guten Tag. Sind Sie der neue Mieter hier? Ja, Sie sehen ja, wir können ziehen hier gleich mal durch. Ja, natürlich. Wir ziehen ja gerade ein. Wegner ist mein Name. Angenehm, Groll. Ja, so ein Umzug, der kostet Nerven, das kenne ich. Aber zur Sache, ich komme von der Hausverwaltung. Der Herr Rüberg, der hat Ihnen doch heute Morgen die Schlüssel gegeben. Ja, und ist da irgendetwas nicht in Ordnung? Nee, alles okay. Es ist bloß wegen dem Fußboden. Eigentlich hätte ich ja schon früher kommen müssen. Ich bin ein bisschen spät dran. Wieso? Was ist denn damit? Naja, das ist doch hier alles Kunststoff. Und die Böden sind besonders empfindlich. Deshalb müssen sie spezial versiegelt werden. Eigentlich schon vor dem Einzug. Hier sehen Sie mal, die Trittspuren. Wenn das häufiger passiert, ist der Boden in 3 Monaten im Eimer. Deshalb ist jeder Mieter verpflichtet, den Boden mit diesem Pfleger zu versiegeln. Moment, wir kriegen ja Teppichböden. Die sind schon bestellt. Das wird hier alles ausgelegt. Ja, ich habe gestern noch telefoniert. Die müssen jeden Tag hier sein. Das glaube ich Ihnen gern, Frau Wegner. Trotzdem müssen Sie die Böden vorher behandeln. Sonst werden sie rissig im Laufe der Jahre. Glauben Sie mir, wir haben da unsere Erfahrung. Hier, nur einmal die ganze Wohnung damit einreiben und dann haben Sie die nächsten Jahre Ruhe. Wirklich nur einmal?
Ganz bestimmt. So, aber ich muss jetzt noch zu den anderen Mietern. Wo soll denn der Schlafzimmerschrank hin? Da drüben nebenan, links an die Wand. Dann. Nein, nein, wenn man reinkommt, dann die rechte. Moment, ich zeig's Ihnen gleich. So, wenn ich dann noch mal schnell kassieren darf. Wieso kassieren? Ja, natürlich. Umsonst ist er tot, nicht? Ja, ich dachte, die Hausverwaltung würde da... Ja, natürlich, die hat das angeordnet, nicht? Aber zahlen muss natürlich jeder Mieter selbst. Sie sind ja schließlich verpflichtet, die Wohnung in Ordnung zu halten. Oder wollen Sie etwa in 3 Jahren hier einen neuen Fußboden bezahlen? Nee, natürlich nicht. Was soll er denn kosten? Holst du mal das Portemonnaie? Der Kanister kostet 46,90 Mark. Aber wie gesagt, das ist auch eine einmalige Ausgabe. Sie brauchen da nie wieder etwas mit dem Fußboden zu machen. Na, hoffentlich. Moment mal. Da kommt ja der Schrank. Ja. Gehen Sie durch. Gehen Sie gerade durch. Die Wegners haben an diesem Tag naturgemäß nicht die Zeit, die Behauptungen des angeblichen Herrn Groll zu überprüfen. Sonst hätten sie festgestellt, dass seine Geschichte von A bis Z erlogen ist. Weder kommt er im Auftrag der Hausverwaltung, noch brauchen die Böden eine besondere Behandlung. Wiedersehen. Wiedersehen. Der Mann, der wenige Minuten später im nächsten Stockwerk dieselbe Geschichte erzählt, ist nur einer von vielen verschiedenen Schwindlern, die sich darauf spezialisiert haben, Mieter in gerade fertiggestellten Neubauwohnungen übers Ohr zu hauen. Aber davon weiß Heinz Wegner noch nichts, als er wenig später mit einem weiteren Trick dieser Art Bekanntschaft macht. Kurz nach seinem Einzug findet er im Briefkasten ein Angebot, das ihm zunächst wie gerufen kommt. Ein Tischler, so steht auf einem Wurfzettel, werde in den nächsten Tagen vorbeikommen und fragen, ob Möbel repariert, umgebaut oder ergänzt werden müssen. So, warten Sie, ich kann mal zeigen, dass Sie sollen nicht hier in die Ecke kommen. Ja, müssen wir ausmessen. Das ist ungefähr 20 cm von der Decke weg. Im Wohnzimmer der Familie Wegner fehlt noch ein Bücherregal. Im Möbelgeschäft haben sie nichts Passendes gefunden. Und als Heimwerker hat sich Heinz Wegner bisher noch nie sehr erfolgreich betätigt. Der Tischler, der tatsächlich gleich am nächsten Tag erscheint, macht ein ausgesprochen günstiges Angebot. Was soll das kosten? Ja, Frau Wegner, so über den Daumen gepeilt. 250 Mark ungefähr. Und wann könnten Sie anfangen? Moment, aber viel zu tun. Aber wie wäre es denn Donnerstag? Da ist mir gerade einer ausgefallen. Ach, das wäre ja schon übermorgen. Ja, wenn Sie da zu Hause sind? Natürlich, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass Sie dann kommen. Aber selbstverständlich. Das heißt, da ist noch ein kleines Problem. Der Kunde, wissen Sie, bei dem ich am Donnerstag sein sollte, der hat eine ganze Schrankwand bestellt. Und die habe ich ihm auf Maß angefertigt. Für 3.500 Mark. Und hier stellt sich raus, der Kerl hat nicht mal eine müde Mark. Nur Schulden. Den haben sie aus der Wohnung geschmissen, weil er ein halbes Jahr seine Miete nicht bezahlt hat. Aha, und Sie sitzen jetzt auf der Schrankwand, was? Genau. Aber das war das letzte Mal. Entschuldigung, das soll kein Misstrauen sein, nicht? Aber schließlich bin ich nur ein kleiner Handwerker, nicht? Und mit den 3.500 hänge ich ganz schön durch. Und da habe ich mir gesagt, Maßanfertigung nur noch gegen Anzahlung. Also sowas, man ist aber auch für nichts mehr sicher heutzutage. Was meinen Sie, wie viel soll ich denn anzahlen? Tja, ich würde sagen 200. Die Bretter lasse ich schon mal hier. Frau Wegner zweifelt keinen Augenblick an der Ehrlichkeit des Mannes, zumal er einen Teil des Materials gleich in der Wohnung zurücklässt. 2 Tage später, so verspricht er, will er wiederkommen, um das Regal einzubauen. Bitte sehr. So, danke schön. Ich danke auch. Und ich kann mich dann darauf verlassen, ja, dass Sie übermorgen kommen. Aber es ist auch Ehrensache. Fein. Wiedersehen. Doch der Termin am Donnerstag verstreicht. Am Freitagvormittag wartet Frau Wegner immer noch auf den Tischlermeister. Gegen 11 Uhr klingelt es schließlich an der Wohnungstür. Und Frau Wegner hofft, dass der vermeintliche Handwerker nun endlich kommt. Guten Tag. Ah, da sind Sie ja. Guten Tag. Sie kommen sicher vom Tischler, ja? Tischler, wieso? Na ja, wegen dem Regal. Sie wollten doch schon gestern kommen. Das muss eine Verwechslung sein. Ich komme wegen dem Spion. Was? Was denn für ein Spion? Na ja, an der Tür, zum Durchgucken. Sie wissen ja, was so alles an der Haustür erscheint. Pausierer, Vertreter, Betrüger und was weiß ich noch. Und deshalb bauen wir da einen Spion ein. Dann können Sie immer genau sehen, wer vor der Tür steht. Ja, aber... Aber wir haben das doch gar nicht bestellt. Brauchen Sie auch nicht, junge Frau. Das hat die Hausverwaltung gemacht. Die Dinge hätten eigentlich gleich reingehört und deshalb zahlt sich jetzt auch ein Zuschuss. Aha. Und einen Teil sollen wir also selber zahlen, oder wie? Ja, für Sie wären das 14 Mark.
Normalerweise kostet das 50 mit Einbau. Aber der Sonderpreis gilt natürlich nur jetzt für die Gemeinschaftsaktion. Na gut, wenn das alle machen, dann meinetwegen. Der Montagetrupp kommt heute Nachmittag, die bauen das Ding dann ein. Aber zahlen können Sie gleich bei mir. Jetzt gleich? Ich wollte eigentlich erst zahlen, wenn alles fertig ist. Nee, das geht leider nicht. Die Kollegen bauen das Ding nur ein, wenn sie die Quittung vorzeigen. Also gut. Wieder schickt sich Frau Wegner in das scheinbar Unvermeidliche. Sie greift zum Portemonnaie und zahlt. Als es am späten Nachmittag bei den Wegners erneut klingelt, wartet die junge Frau immer noch auf den angeblichen Tischler, bei dem sie das Regal bestellt hat, und nun auch noch auf die Monteure, die den Spion einbauen sollen. Doch vor der Tür steht eine Frau mit einem Paket. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, dass ich störe. Ich wollte eigentlich nach nebenan zu Ihrer Nachbarin, zu Frau Stenzel. Die haben Gardinen bei uns bestellt. Und ich wollte mal fragen, ob ich die hier bei Ihnen abgeben kann. Ja, natürlich. Wo sagen Sie, wohnen die? Hier um die Ecke, gleich neben dem Fahrstuhl die Tür. Stenzel, aber da meldet sich keiner. Na, dann geben Sie das Paket mal her. Ich kann heute Abend mal vorbei. Das ist nett von Ihnen. Und würden Sie dann bitte auch... Da ist noch ein Restbetrag. Von 30 Mark. Wie? Zahlen soll ich? Ich kenne die Leute doch gar nicht. Dann nehmen Sie das Paket mal lieber wieder mit. Ja, das ist nur... Der Herr Stenzel hat gesagt, dass er den Dekorateur schon bestellt hat. Der kommt um 5. Und wenn die Gardinen da nicht da sind, dann gibt's natürlich Ärger. Wenn Sie partout nicht wollen. Ich meine, Sie müssen mit Ihren Nachbarn auskommen. Dann nehme ich die Sachen eben wieder mit. Nein, nein, so war das ja auch wieder nicht gemeint. Ich verstehe das ja irgendwie. Wir sind ja in derselben Situation. Wissen Sie, so ein Umzug, der macht einen ganz schön fertig. Ja. Kommen Sie doch rein. Oh, danke. Frau Wegner möchte bei ihren neuen Nachbarn natürlich nicht als ungefällig gelten. Und so nimmt sie schließlich das Paket entgegen und bezahlt auch die geforderten 30 Mark. Am nächsten Tag, einem Sonnabend, warten die Wegners immer noch vergebens auf die verschiedenen Handwerker, die sie bereits bezahlt haben. Marianne, gehst du mal? Verdammter Mist! Ja, ist gut. Die brauchen wir jetzt nicht. Na, was ist denn hier los? Na, die müssen das Schloss auswechseln. Der Generalschlüssel ist geklaut worden. So, das sind die neuen Schlüssel. Das macht dann 35 Mark. Moment, Moment. Wieso soll ich denn das bezahlen, wenn die sich hier den Generalschlüssel klauen lassen? Das ist ja nur zu ihrer Sicherheit. Ich meine, wir können das alte Schloss auch drin lassen, wenn Sie keine Angst haben. Was heißt hier Angst? Die Hausverwaltung ist doch dafür verantwortlich, wenn hier durch Ihre Schlamperei was geklaut wird. Also, Heinz, du, das wäre mir doch ein bisschen unheimlich, wenn ich mir vorstelle, dass da ein Fremder einen Schlüssel zu unserer Wohnung hat. Also, ehrlich gesagt, das würde ich auch meinen. Oh, verdammt. Da kann man aber wirklich graue Haare kriegen. Immer wieder was Neues. Dafür haben Sie jetzt aber auch ein besseres Schloss als vorher. Das war sowieso ein ganz billiges Ding. Hier ist der Schlüssel. Herr Wegner wird erst später erfahren, dass er auch in diesem Fall übers Ohr gehauen worden ist. Denn die Schlosser waren natürlich nicht von der Hausverwaltung geschickt. Und der primitive, billige Schlosszylinder, den sie eingebaut haben, versagt schon nach kurzer Zeit den Dienst. Wahrscheinlich zum Glück für die Wegners. Denn Gauner dieser Art pflegen jeweils einen Schlüssel für sich zu behalten, um später bei passender Gelegenheit problemlos einbrechen zu können. Du, Marianne, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Paket? Das ist ja immer noch da. Ich war schon zweimal drüben. Da scheint noch niemand zu wohnen. Name ist auch keiner dran. Aber du hast doch schon 30 Mark dafür bezahlt. Sag mal, sind da überhaupt Gardinen drin? Was weiß ich? Ich mach doch keine fremden Pakete auf. Also, jetzt will ich's aber wissen. Also, das ist ja nicht zu fassen. Solche Schweinerei. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Moment. Was wollen Sie denn? Entschuldigen Sie, ich bringe die Namensschilder für die Klingeln. Aha. Und was sollen die nun wieder kosten? Die sollen 8,50 Mark kosten. Jetzt reicht's mir aber. Raus!
Diesmal hat Herr Wegner leider den Falschen hinausgeworfen. Der junge Mann war nämlich wirklich von der Hausverwaltung geschickt und die Sache mit den Namensschildern hatte ihre Richtigkeit. Dies scheint mir im Übrigen eine der übelsten Nebenwirkungen all dieser Betrügereien zu sein, dass die Täter ihren Opfern nicht nur das Geld abknöpfen, sondern ihnen auch noch das Vertrauen zu ihren Mitmenschen nehmen. Damit wird es immer schwerer, den richtigen Mittelweg zu finden zwischen allzu bequemer Vertrauensseligkeit und verbissenem Misstrauen, an dem man dann selbst Schaden nimmt. Und nun, meine Damen und Herren, zu unserem nächsten Beispiel. Es geht dabei um eine Methode, die an Rücksichtslosigkeit kaum noch zu überbieten ist. Den Tätern, zumeist Frauen, ist es völlig egal, ob ihre Opfer dabei gesundheitlichen Schaden nehmen. Abgesehen haben sie es wieder einmal vorwiegend auf ältere Menschen. Freue mich wirklich, dich mal wieder zu sehen. Nach einem verregneten Sommer nützen auch in Bochum viele Rentner die ersten schönen Herbsttage zu einem gemütlichen Plausch an der frischen Luft. Aber im Bochumer Stadtpark halten sich an diesem Tag nicht nur harmlose und freundliche Menschen auf. Für Anneliese Schrübbers, eine Frau mit bösen und gefährlichen Absichten, ist der Stadtpark ein ideales Jagdrevier, in dem sie leicht und scheinbar beiläufig nützliche Bekanntschaften machen kann. Schön brav sein. Zunächst interessiert sie sich unauffällig für fremde Gespräche. Also das war sie von meiner Schwiegertochter. Die blaren doof und einfach alles. Die beschmieren die ganzen Wände, meinte die Sache. Was? Weißt du, aber Wände, also Wände geht ja noch. Aber meine Enkel sind ja nun schon etwas größer. Ja. Und die stellen das ganze Haus auf den Kopf. Also sowas kommt ja schon. Was die alles so dürfen. Ja, das ist aber schon besser, man hat einen Hund. Ne? Kannst du das verstehen? Das ist ja arm und der tut nichts. Du hast aber recht. Du hast doch viel Arbeit mit dem Hund. Aber na, das macht ja Freude. Anneliese Schrüppers hat Routine. Schon nach wenigen Worten spürt sie, ob ein Gespräch für sie etwas bringt oder nicht. Natürlich haben Sie recht. Ich habe ja schon damals gesagt, dass seine Frau starb. Wissen Sie, da habe ich gesagt, nein, was ein Mensch aber auch alles erdulden muss. Naja, da hatte er doch gerade seine schwere Operation hinter sich. Ja, und da ist aber doch noch seine Tochter, die sorgt doch für ihn. Das ist es doch gerade, die ist doch auch nicht mehr da. Die ist ja fortgezogen. Na, da bin ich zu ihm hin und da habe ich gesagt, Herr Schimanski, habe ich gesagt, wissen Sie, das ist nichts. So alleine, das ist auf die Dauer nichts für Sie. Ja, wissen Sie, das ist nur alles nicht so einfach. Nee. Aber da wollte ich Ihnen noch erzählen von der schwarzen Katze und wie das mit meinen Enkeln so weitergegangen ist. Entschuldigen Sie doch bitte, dass ich Sie unterbreche. Ja. Ich höre da zufällig den Namen Schimanski. Ja. Ich habe nämlich auch jemanden gekannt, der hieß Schimanski. Ach. Der müsste sogar hier irgendwo in der Gegend wohnen. In der Lessingstraße? Ja, das könnte stimmen. Warte mal, Lessingstraße 42, meine ich? Nee, 38. Richtig, ja, Lessingstraße 38. Ja, das stimmt. Hatte der nicht vor einiger Zeit mal eine Operation oder lag der im Krankenhaus? Ja, so ungefähr vor einem Jahr. Da lag der im Augusta-Krankenhaus. Der hatte eine schwere Magenoperation. Also wissen Sie, das sah damals gar nicht gut aus mit ihm. Ja, das ist der Herr Schimanski, den ich meine. Ja, den kenne ich. Wissen Sie, ich bin nämlich Krankenschwester. Ach, wie schön. Ja. Und da habe ich ihn kennengelernt, als er im Augusta-Krankenhaus war. Ach. Ja. Nur wenn der hier in der Gegend wohnt, dann könnte ich den doch eigentlich mal besuchen. Der wird sich sicher freuen. Aber bestimmt. Ja, dann gehe ich da mal hin. Wiederschauen. Ja. Wiederschauen. Grüßen Sie schön. Der Rentner Walter Schimanski weiß natürlich nichts davon, dass er durch ein belangloses Gespräch im Stadtpark plötzlich zur Hauptfigur eines kriminellen Plans geworden ist. Er hat an diesem Tag gerade auf dem nahegelegenen Postamt seine Rente geholt. Das Geld bewahrt er zu Hause im Küchenschrank auf, so wie er es seit vielen Jahren gewohnt ist. Tatsächlich der Herr Schimanski. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin unten zufällig vorbeigegangen und da habe ich Ihr Namensschild gelesen. Habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal gucken, ob er das auch wirklich ist. Wie geht's Ihnen denn? Entschuldigung, aber ich weiß wirklich nicht. Also nur sagen Sie bloß, Sie kennen mich nicht mehr. Naja,
In Schwesterndraht sieht man natürlich ganz anders aus. Sie haben doch bei mir auf der Station gelegen. Im Augusta-Krankenhaus. Nach der Magenoperation. Schwester Anneliese. Können Sie sich gar nicht mehr erinnern? Ja, ja, doch, wo Sie es jetzt sagen. Aber kommen Sie doch bitte rein. Vielen Schwester Dank. Anneliese, Dankeschön. Hier in das Wohnzimmer. Dankeschön. Der alte Mann hat die Frau zwar noch nie gesehen, aber so ganz sicher ist er sich nun auch wieder nicht. Und um sich keine Blöße zu geben, reagiert er genauso, wie die Frau es vorausberechnet hat. So. Wie geht's denn Ihrer Frau? Wo steckt denn die eigentlich? Ja, wissen Sie, seit einem halben Jahr bin ich allein. Krebs. Oh, das tut mir aber leid. Die hat sie doch noch besucht damals im Krankenhaus. Ja, aber das ging dann ganz schnell. Ach, so eine nette Frau. Als das mir richtig auf den Magen geschlagen. Haben Sie vielleicht ein Schnäpschen oder sowas? Ein Schnäpschen? Ja, ich glaube, in der Küche ist noch was. Ich guck schnell mal nach, einen Augenblick. Ja. Walter Szymanski weiß, dass sein Gedächtnis in der letzten Zeit nachgelassen hat. Deshalb glaubt er mittlerweile auch selbst, dass ihn die sympathische Frau nur aus dem Krankenhaus kennen kann. So, ich glaube, das ist das Richtige, Schwester Anneliese. Ach, das ist aber was Gutes. Ja, wissen Sie, ein Kostverächter bin ich ja nie gewesen. Aber jetzt muss ich halt sehr aufpassen mit dem Magen. Ach, ab und zu ein Gläschen, das ist doch die beste Medizin. Das sagen unsere Ärzte auch immer wieder. Bitte. Tja. Dankeschön. Bitte sehr, Schwester Anneliese. Auf Ihr Wohl, Herr Szymanski. Prost. Wissen Sie was? Ich meine natürlich nur, wenn Sie einverstanden sind. Wenn ich Zeit habe und frei habe, dann komme ich ab und zu mal bei Ihnen vorbei und sehe nach Ihnen. Mache ich auch ein bisschen sauber. Hm? Ach, das ist doch gar nicht nötig, Schwester Anneliese. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn wir ab und zu mal ein Gläschen zusammen trinken würden. Ach, da gibt's doch nicht viel zu tun. Da bleibt immer noch ein bisschen Zeit für uns zwei. Jene, aber sowas Ungeschicktes, was mach ich denn da? Haben Sie ein Tuch oder ein Lappen, dass ich das wegwischen kann? Ach, das ist doch gar nicht der Rede wert. Das haben wir gleich. War ja kaum noch was drin im Glas. Das kleine Missgeschick war kein Zufall. Die Frau hat zielstrebig auf diesen Augenblick hingearbeitet, um dem alten Mann ein Betäubungsmittel in sein Getränk mischen zu können. So, das werden wir gleich haben. Ach, geben Sie mal her, ich wische das weg, das geht ganz schnell. So. Das habe ich uns noch mal nachgeschenkt, das trinken wir aber jetzt ganz aus, damit wir es nicht noch mal verschütten. Ja. Prost, Herr Szymanski. Prost, Schwester Anneliese. Ah. Wissen Sie, es ist schön, wenn man sich ab und zu mal so ein bisschen unterhalten kann. Okay. Ja. Na nun, er wird ja so komisch. Ja, was ist denn? Was haben Sie denn? Kommen Sie hier. Ja, ich hole ein Kissen. So, Herr Szymanski, legen Sie sich mal hier drauf. So. Die angebliche Krankenschwester ist wieder einmal am Ziel. Rigoros stiehlt sie dem bewusstlosen Mann das Portemonnaie. Danach durchsucht sie die Wohnung nach Wertgegenständen. In der Küche findet sie schließlich den Umschlag mit der Rente, die Walter Szymanski an diesem Tag auf der Post geholt hat.
Ohne sich weiter um den besinnungslosen Mann zu kümmern, verlässt sie schließlich die Wohnung. Walter Szymanski hat Glück gehabt, meine Damen und Herren. Eine Nachbarin, die ihn besuchen wollte, fand den noch benommenen Mann und sorgte dafür, dass er zum Arzt kam. Aber Täter dieser Art nehmen durchaus in Kauf, dass die Hilfe einmal zu spät kommt. Deshalb sollte man, glaube ich, prinzipiell besonders vorsichtig sein, wenn man von Menschen, die man erst kurze Zeit kennt, zum Trinken animiert wird. Das gilt durchaus nicht nur für alte Leute. Mit Hilfe solcher Betäubungsmittel werden nämlich auch Männer ausgeraubt, die sich mit zu viel Geld in der Tasche ins Nachtleben stürzen. Und wer dabei verlockenden neuen Bekanntschaften allzu sehr vertraute, ist schon manches Mal ohne Brieftasche im Straßengraben oder im Krankenhaus aufgewacht. Meine Damen und Herren, wir hatten in dieser Sendung schon mehrfach sehr frappierende Beispiele dafür, wie schnell sich Ganoven der unterschiedlichsten Herkunft auf gewisse Zeiterscheinungen einstellen. Als eine solche Zeiterscheinung kann man im gewissen Sinne die allgemeine Zunahme der beruflichen Fortbildung mit Hilfe von Kursen, Seminaren und Tagungen ansehen. Unser nächster Fall zeigt die Arbeitsweise eines Gauners, der auf seine ganz persönliche Art von dieser Fortbildung profitiert. In einem ehemaligen Kloster im Rheingau veranstaltet eine Parteiakademie Fortbildungskurse für die verschiedensten Zielgruppen. An einem trüben Septembertag kommt ein unangemeldeter Besucher zu der Tagungsstätte. Er stellt sein Auto auf dem Hof ab und orientiert sich an einem Aushang zunächst einmal darüber, wer hier zurzeit unterrichtet wird. Es sind junge Kommunalpolitiker aus Baden-Württemberg, Gemeinderatsmitglieder. Die Gemeindevertretung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter anwesend ist. Sie werden hier mit den gesetzlichen Grundlagen, aber auch mit praktischen Kniffen für ihre Tätigkeit vertraut gemacht. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Gemeindeordnung gibt Ihnen eine ganze Menge Möglichkeiten, wie Sie Ihre politischen Ziele durchsetzen können, auch wenn Sie nicht über die Mehrheit verfügen. Tja, sind jetzt zum Thema Beschlussunfähigkeit noch irgendwelche Fragen offen? Nein. Ich sehe, alles klar. Es ist ja, glaube ich, auch Zeit für die Pause. Also dann bis morgen. Wiedersehen, meine Damen und Herren. Einige Lehrgangsteilnehmer nutzen die kurze Pause bis zum nächsten Referat, um im Hof ein wenig frische Luft zu schnappen. Hier läuft ihnen scheinbar zufällig der fremde Besucher über den Weg. Sag mal, was haben wir denn als nächstes? Guten Tag, die Herren. Tag. Mein Name ist Guttendorf von der Revision in Bonn. Muss hier mal wieder so ein bisschen nach dem Rechten sehen. Hat jemand die Tagungsgebühren unterschlagen, was? Oh, viel schlimmer. Der Fernsehapparat war hier ein paar Wochen kaputt. Ist er wieder in Ordnung? Seit wir da sind, immer. Und sonst? Sind Sie sonst zufrieden? Unterbringung? Essen und so? Ja, eigentlich. Naja, wir sind ja nicht bloß zum Essen hergekommen. Und das Programm? Na, ist ja ein bisschen viel jetzt. Ja, wir haben es ja schon ein bisschen geändert gegenüber früher. Die Pausen sind zu kurz. Ah. Müsst ihr jetzt gleich wieder alle rein. Wie lange machen Sie denn heute? Wir haben jetzt noch 2 Stunden Städteplanung und Baurecht. Ah. Dann ist Schluss für heute, um 6 Uhr. Ja, das wäre vielleicht wirklich meine Anregung. Mhm. Wir haben da immer eine Doppelstunde ohne Pause dazwischen. Nachher ist man völlig kaputt. Ah ja, sind denn da alle dabei? Oder läuft da noch was parallel? Nee, das ist für alle. Baurecht, das muss ja jeder kennen. Ah, sollte. Tja, meine Herren, ich will Sie da nicht länger aufhalten, aber wir sehen uns ja heute Abend noch beim Essen. Wiedersehen. Schönen Dank. Wiedersehen. 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 Mensch, es ist höchste Zeit, wir müssen rein. Sie warten auf uns. Der angebliche Herr Guttendorf aus Bonn nutzt die Zeit bis zum Abendessen auf seine Weise.
Er inspiziert den Gebäudeteil, in dem sich die Schlaf- und Aufenthaltsräume der jungen Kommunalpolitiker befinden, während die Lehrgangsteilnehmer, wie er nun weiß, vollzählig im Unterrichtsraum sitzen. Dieses Modell ist zum Glück nie verwirklicht worden, denn es enthält einen ganz kardinalen Fehler. Kann mir jemand sagen, welchen? Ich sehe da überhaupt keine Kinderspielplätze. Das ist richtig. Aber wir haben ja hier so viele Grünflächen. Die ließen sich hier leicht nur unterbringen. Der Hauptfehler liegt woanders. Ja, also hier die Straße liegt irgendwie sehr blöde. Die ist ja ziemlich breit. Ist da Durchgangsverkehr? Ja, genau richtig. Das ist eine Bundesstraße, die genau durch das Wohngebiet führt, obwohl hier herum jede Menge Platz wäre. Was ist denn mit Ihnen los? Sie sind ja ganz blass. Ja, mir ist ein bisschen schwindelig. Ich glaube, das ist der Kreislauf. Gehen Sie doch mal an die frische Luft. Oder noch besser, legen Sie sich einen Moment hin. Ja, das wird wohl das Beste sein. Soll ich mitkommen oder geht's? Nein, nein, danke, es geht schon. Es ist nicht so schlimm. So, dann wollen wir uns doch mal anschauen, wie man das hätte lösen können. Wenn die Bundesstraße hier um die Siedlung herum führte, dann könnten hier in der Mitte Gemeinschaftseinrichtungen für beide Wohngebiete liegen. Und hier würden Sie dann auch Ihren Kinderspielplatz kriegen. Der angebliche Revisor beschränkt sich indessen nicht auf eine oberflächliche Überprüfung der Quartiere. Er beschäftigt sich gründlich mit den Unterkünften und lässt kein Zimmer aus. Ach, gut, dass ich Sie treffe. Wissen Sie, in welchem Zimmer das kaputte Fenster ist? Irgendeins soll nicht zugehen. Nein, das weiß ich nicht. Tut mir leid. Außerdem ist mir nicht besonders gut. Was Ernstes? Soll ich einen Arzt rufen? Nein, nein, das ist der Kreislauf. Das kenne ich schon. Es geht bald wieder vorbei. Ich muss mich erst ein bisschen ins Bett legen. Ja, natürlich. Naja, wegen der Sache mit dem Fenster kann ich ja nachher noch mal die anderen fragen. Der junge Mann ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um sich über die merkwürdige Begegnung auf dem Flur Gedanken zu machen. Zumindest vorläufig. Tja, das wär's für heute. Denken Sie doch bitte bis morgen mal über die Probleme nach, die sich hier aus den Vorschriften der Garagenordnung ergeben. Auf Wiedersehen, schönen Abend. Vor dem Essen gehen die meisten der Kursteilnehmer noch einmal auf ihre Zimmer, um sich frisch zu machen. Einer von ihnen will auch noch Geld mitnehmen. Er hat sich vorgenommen, gleich nach dem Essen in die nahegelegene Stadt zu fahren. Verdammt nochmal! Das gibt's doch nicht! Mensch, Sie haben mir mein Geld geklaut! Das gibt's doch gar nicht! Haben Sie richtig nachgeschaut? Ja, natürlich. Wer soll denn hier was klauen? Du, sag mal, ich hab dir doch heute Mittag beim Essen die Bilder von den Kindern gezeigt. Ja, warum? Hast du zufällig gesehen, wo ich meine Brieftasche hingetan habe? Kann es sein, dass ich die auf dem Tisch liegen gelassen habe? Du sag bloß, die ist weg. Mir haben sie nämlich auch das ganze Geld geklaut. Na, ich hab mein ganzes Geld bei mir, Gott sei Dank. Aber verdammt, mein Scheckheft, da war auch die Scheckkarte dabei. Das gibt's doch gar nicht, das ist doch unmöglich. Tatsächlich ist auch das Scheckheft mit der Scheckkarte verschwunden. Und natürlich fragt sich jeder, wie es zu den Diebstählen gekommen sein kann. Aber da ist doch vorhin während der Doppelstunde einer rausgegangen. Ich habe ihn gar nicht zurückkommen sehen. Wer war denn das? Kennt ihr jemand? Ja, der Rudi. Aber der klaut nicht, das ist völlig absurd. Aber sonst war keiner draußen. Wo ist der denn jetzt überhaupt? Wahrscheinlich auf seinem Zimmer. Wollen wir mal nachsehen. Das Geld ist gestohlen worden. Rudi,
auf. Ja, was ist denn los? Wie spät ist es denn? Pass auf, Rudi. Komm erst mal richtig zu dir. Ja, was ist denn los? Während du hier oben warst, ist auf den Zimmern geklaut worden. Hast du irgendwas gehört oder gesehen? Nee, ich habe nichts gesehen. Ich bin hier reingegangen und hab mich gleich hingelegt. Aber der Revisor war hier oben. Vielleicht hat der was gesehen. Was denn für ein Revisor? Der ist heute Nachmittag angekommen. Wir haben den in der Pause schon unten im Hof getroffen. Der ist irgendwo aus Bonn von der Zentrale. Mensch, mein Geld ist auch weg. Ich hab's hier in der Schublade drin gehabt. Sehen wir doch mal nach, wo der Revisor steckt. Schnell. Der müsste doch noch da sein. Vorhin habe ich sein Auto noch im Hof gesehen. Tja, meine Damen und Herren, es hat sich dann schnell herausgestellt, dass der angebliche Revisor in Wirklichkeit ein gerissener Gauner war, der sich auf Diebstähle in Schulungsheimen spezialisiert hat. Die Polizei hat bei einem solchen Mann kürzlich unter anderem auch ein Verzeichnis mit allen Adressen von derartigen Tagungsstätten gefunden. Und leider ist es in der Praxis nicht zu vermeiden, dass sich Trickdiebe dort auf die gezeigte Weise Einlass verschaffen. Deshalb zwei praktische Ratschläge. Man sollte der Hausverwaltung oder dem Tagungsleiter sofort Bescheid sagen, wenn sich jemand durch Fragen der gezeigten Art verdächtig macht. Und dann gehören Geld und Wertsachen natürlich nicht in unverschlossene Schränke oder Schubladen. Und nun, meine Damen und Herren, zu dem Experiment, das wie immer unsere Sendung abschließt. Es geht dabei noch einmal um den übertriebenen Respekt vor Amtspersonen. Einen Respekt, den sich Betrüger immer wieder zunutze machen. Als Ausrüstung dienten ein paar einfache Utensilien, die sich jeder Betrüger leicht besorgen kann. Einige selbstgedruckte Plaketten mit der Aufschrift Eichamt geprüft, einen normalen Quittungsblock und ein Ausweiskärtchen mit eigenhändiger Unterschrift. Mit einem Satz geliehener Gewichte machte sich unser Mann dann auf den Weg, um in verschiedenen Geschäften die Wagen zu prüfen und vor allem natürlich, um zu kassieren. Unterstützt wird er dabei von Robert Kerndorf, der eine getarnte Kamera in seiner Tasche trägt. Morgen, wir sind vom Eichamt, ja. Schon wieder? Ja. Die Marktfrau ist zwar überrascht, dass das Eichamt schon wiederkommt. Zunächst nimmt sie es recht gelassen hin. Ja, ja, ist mir klar. Ja, ja. Aber als es ans Bezahlen geht, fährt sie doch etwas aus der Haut. Gut, dann bekomme ich von Ihnen 15 Mark für beide, ne? Für je 15. Und Sie kriegen von uns dafür eine Plakette. Die letzte Bedauern haben gesagt, das kostet nichts. Nee, wir haben jetzt die Sonderkontrolle, es ist nach dem Eichgesetz. Oh, hoffentlich kommt der in 4 Wochen wieder. Nee, Sie sehen das, es geht also bis Ende 75. Die kleben wir Ihnen hier an die Seite dran, da können alle Kunden auch sehen, dass das hier... Ja, sicher. Ja, das tut mir leid, das ist so. Da möchte ich erst mal ein Ding haben, ob Sie kriegen eine Quittung. Der Tarif nicht stimmt oder sicher. Sonst irgendwas. Die, nee, also ihr seid ja verrückt. Wenn ich so viel verdiene, der macht ja gar nicht. Da geht aber viele große Hosen mal beim Kauf. Ja, die kommen auch alle dran, so ist das nicht. Die kommen alle dran. Wiederschauen. Gleich nebenan versuchen es unsere Leute dann noch einmal. Hier haben Sie es etwas leichter. Ja, da ist soweit in Ordnung bei Ihnen. Zwei Plaketten kriegen Sie von mir. Ja, dann muss auch noch kassieren. Ja. Da kriege ich 15 Mark pro Waage. Pro Waage, ja. Tja, nun, ich mache die Preise nicht, leider. Ich gebe Ihnen die Quittung. Gelegentlich erweist sich eine Waage bei der Prüfung zwar als ungenau, aber zugunsten des Kunden. Das ist viel. Also es ist mir immer nur Liebe, als wenn wir... Ja, das ist richtig. Es ist mir immer nur Liebe. Haben Sie einen guten Ruf hier bei den Kunden. Wir machen es ja nicht nur für die Verbraucher, nicht? Das soll ja auch nicht, dass Sie sich im Finger schneiden dabei. Da kriege ich von jedem Kunden mal. So? Billig diesmal, ne? Sind da euch genug? Ja. Dankeschön. Kleingeld haben wir genug. Haben Sie genug. In einer Metzgerei kann der falsche Eichbeamte dann gleich für 5 okay, Wagen kassieren. Das waren 1, 2, 3, 4, 5 mal 10. Ja. 10 Mark pro Wagen, 50 Mark. Sie haben nicht die normalen Quittungen. Nee. Haben Sie es passend? 50 Mark. Ja, prima. Dankeschön. Ist nicht ganz auf Null, sind Sie? Gucken Sie mal selber. Weil so viel ist noch tolerant. Ich messe gerade mal durch. Ich ja eher hin wie vorne. Ist richtig. Ja, nee. Auch soll auch nicht selbst sich behumsen.
Manchmal genügt der gar nicht weiter belegte Hinweis, dass die Wagen falsch anzeigten, um die Geschäftsleute zu verunsichern und die Zahlungsbereitschaft zu fördern. Ja, kriegen Sie 20 wieder, ne? Gut, danke mich. Wiedersehen. Bald wird die angebliche Kontrolle schon fast zur Routine. Es ist gerade noch so in der Toleranz drin, dass wir hier praktisch nichts unternehmen müssen dabei. Das ist dann 15 und die kostet 5 bis zum Pfund. Das sind also 35 Mark. Jetzt? Ja. Für das? Das ist ja eine Geldschneiderei. Ja, nu. Ich auch bezahlt. Haben Sie es passend oder? Ich kann rausgehen. 10. 35, ja. Bedanke mich. Wenn alles in Ordnung ist, gehen wir mit der Plakette. 45 Mark, die ich bringe. Also 10 Mark für diese kleineren und 15 für die große Ware. Also ich hätte es nicht bezahlt, wenn der Chef nicht gewesen wäre. Unglaublich so. Ja, und Sie haben es in Ordnung. Dieses gehalten. Jahr für Eichgebühren über 90 Mark bezahlen müssen hier beim Eichamt und jetzt wieder 45 Mark. Wo soll man denn das hernehmen? Kommen Sie dann in 4 Wochen wieder und wollen mit Sicherheit nicht. Wieder 45 Mark. Mit Sicherheit nicht, nein, nein. Das war's schon. Da darf ich bei Ihnen 15 Mark kassieren. Für die. Wollen Sie kassieren? Ja, muss ich. Tut mir leid. Das ist alles, was man braucht. Ja, diese ja, weil ich bin nicht zur Auslüfte gegangen. Das ist ja. Nicht. Nee, das ist schon richtig. Das ist normal. Ja, geht mir um. Sie haben es gesehen, meine Damen und Herren. So einfach ist das. Unsere Leute mussten sich zwar manche Unfreundlichkeit sagen lassen, der eine oder andere schimpfte auch ganz gehörig auf die gesalzenen Preise, die die Eichbeamten verlangten, aber bezahlt haben sie schließlich doch alle. Insgesamt 240 Mark an einem Tag. Immer noch scheint der Respekt vor der Amtsperson ganz allgemein größer zu sein als die Bereitschaft, Ärger zu riskieren. Deshalb kann man nur immer wieder raten, wenn es um Geld geht, seien Sie vorsichtig, prüfen Sie genau und bleiben Sie auch einmal hartnäckig bei einem Nein, wenn Ihnen etwas spanisch vorkommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei der Sendung Vorsicht, Falle.